Diese Tasche begleitet mich seit vielen Jahren. Das ist der Maxpedition Neat Freak. Das ist eine EDC-Tasche, die ich sehr gerne dabei habe. Und wenn du wissen willst, was das Teil kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Organizer von der Firma Maxpedition. Und eins muss ich leider zusagen, bevor ich den herzeige, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr robustes Teil. Wie setze ich ihn ein? Ich setze ihn ein ausschließlich im urbanen Bereich. Also der ist nicht mit mir draußen bei den Trainings, sondern den habe ich ganz einfach so dabei in der Stadt. Tolle Sache. Und so wie von Maxpedition, wenn du die Firma noch nicht kennst, wobei ist ja eh so ein Allerwelt-Taschen- und Rucksackhersteller. Das ist wirklich alles sehr, sehr, sehr stabil. Also es ist so, ich gehe mal davon aus, dass man hier hinten, und ich habe das noch nie verwendet, da sich das irgendwo auf einen Rucksack vielleicht mit Molle oder was draufpoppen kann. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie benutzt. Ich habe das immer da hinten. Vielleicht schreibt mir jemand einen Kommentar, wenn du weißt, wofür diese Funktion da ist. Aber ich weiß es nicht, das ist mir auch wurscht. Hier hinten hat man noch einmal ein schönes Fach, da passt noch einmal was rein. Da gebe ich gerne mein Smartphone rein, damit ich da gleich Zugriff habe. Dann, das Ganze ist natürlich mit einem Schultergurt. Da ist ein Schulterschoner dabei, den man verstellen kann. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Ich finde das gut gemacht. Das Ganze könnte man natürlich auch abklippen. Das ist eh ganz klar auf beiden Seiten. Dann. Vorne eine Zipptasche. Ja, da in diesem gesamten Bereich. Dann die Möglichkeit, einen Patch anzubringen. Ja. Das ist der Instructor Patch. Ja, genau. Und ja, da passt doch ein bisschen was rein. Das ist okay und soll so sein. Dann gibt es hier die Möglichkeit aufzumachen. Da ist eine Netztasche. Ja, auch relativ groß, relativ eng. Also da kann man jetzt nicht massiv was reinbringen, aber ein bisschen was geht rein. Aber jetzt gehen wir ins Innenleben. Schöner Griff. Hier gibt es auch die Möglichkeit, etwas anzuklappen, habe ich aber noch nie gemacht, muss ich sagen. Ich habe das Teil jetzt schon wirklich lange Zeit und der ist nicht dreckig, ich weiß. Und jetzt wird sich irgendjemand sicher finden, der mir schreibt, Rein, den hast du gerade aus der Packung rausgenommen, weil der ist so schön, weil normalerweise dein Zeug schier ist. Ja, das liegt daran, dass der halt nicht in den Dreck kommt. Das ist der einzige Grund, aber es sind halt jetzt schon so Kleinigkeiten da, dass sich da was abgewetzt hat und dass da sowas darf man aber auch nicht anders erwarten. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, aber 3 Jahre habe ich den sicher schon, ganz, ganz sicher. Aber soll so sein. Schau mal her. So klappt man den auf mit einem 2-Wege-Reißverschlusssystem, also 2 Zips, die man aufmachen kann. Ist nicht verschließbar, also sie sind nicht absperrbar, weil die Frage auch immer wieder kommt. So, was passt da rein? Ich mache natürlich wie immer meine stinkige Eigenwerbung und das gehört einfach so, das mache ich einfach. Ich werde auch immer stinkige Eigenwerbung sagen, weil es so ist. Mein Buch zum Beispiel, A5, passt da ganz locker rein. Schau mal her. Und da ist da noch ein bisschen Platz. Es geht auch das iPad, das große iPad, also nicht das ganz große, sondern das normale iPad sozusagen rein. Aber du hast jetzt, glaube ich, schon einmal ein Gefühl von der Größe her, was da reinpasst. Das ist absolut in Ordnung. Dann hast du hier im Frontbereich 1, 2 kleinere Taschen. Da habe ich nicht relativ wenig drinnen. Das hier gehe ich davon aus, dass das für irgendwelche Magazine vielleicht auch gedacht ist, wofür ich das ja nicht nutze. Aber da unten ist ein kleines Taschel, da kann man zum Beispiel SD-Karten reingeben und dann mit diesem Glätt hier wiederum 2-mal ist das Ganze versiegeln und dann hält das auch sehr, sehr gut. Da ist eine große Tasche, die benutze ich schon, ja, die benutze ich schon und da eben, ja, da auch so eine riesengroße Tasche, die gut einzusetzen ist. Das geht auch wirklich bis ganz runter, also da ist einiges an Platz drinnen. Das geht sich alles gut aus. Und dann gibt es eben diesen Bereich hier, der ist auch noch einmal organisiert mit 1x2x Taschen. Wahrscheinlich ist auch das für Magazine oder was gedacht, aber für das setze ich es ja nicht ein, also kann ich dazu wenig sagen. Dann da eine große Tasche, da ist mein Reisepass übrigens drinnen. Wenn du dich fragst, Reini, warum nimmst du immer deinen Reisepass mit, gebe ich da oben den Link auf ein Video beim Reini Rossmann Kanal, da wo ich keine Ausrüstung herzeige, sondern nur über Survival philosophiere. Schau dir das Video an, da geht es um Flucht. Es dauert ein bisschen, aber da komme ich darauf zurück, dass ich das gelernt habe von Menschen, die wirklich wahrlich in Situationen gekommen sind, wo es notwendig ist, dass man vorbereitet ist auf eine Flucht. Daher habe ich den Pass immer dabei. Nenn es Paranoia, mir ist das wurscht. Und da eben noch einmal eine sehr, sehr große Tasche, da passt auch wirklich einiges rein. Also das ist wirklich sehr, sehr fein gemacht. Und auch da unten hier jetzt, da schau mal her, am Boden der Tasche, da wäre noch einmal ein Klett.
Da ist nämlich auch so ein Klettteil drinnen gewesen. Ich blende dir einen Link dazu ein. Aber den habe ich nie mehr, den habe ich nie benutzt, der ist irgendwo verschwunden und ja, ich brauche das nicht. Aber hier wäre es noch möglich, noch einmal eine Ebene mit einzufügen und noch einmal Stifte und andere Ausrüstungsgegenstände einzubringen. Was ich praktisch finde, ist, dass der Reißverschluss nicht bis ganz nach unten geht. Und das hat den folgenden Vorteil, dass du hier unten auch noch Zeug reinwerfen kannst und wenn du komplett öffnest, fallen die nicht raus und für so einen Schweindel wie ich bin, nämlich unordentlich. Außer den, auf den passe ich auf, dass er nicht schier wird, ist das optimal. Und da könnte man noch einen Schlüssel oder irgendwas anderes draufhängen. Alles in allem, eine sehr, sehr gute Tasche. Ich mag die wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gern. Die ist auch unauffällig, gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich hatte die im Shop. Ich habe aber keine Maxpedition-Produkte mehr, weil ich die einfach nicht zu einem wirklich vernünftigen Preis einkaufen kann. Und da geht es auch nicht daran, weil ich da auch immer wieder Kritik kriege und darf mich auch kritisieren, ist eh wurscht. Nur ich erkläre es trotzdem. Weißt du, ich bin halt nicht Amazon und ich kaufe nicht 5000 Stück von denen ein. Und wenn ich dann den Einkaufspreis habe beim Händler, beim Großhändler, den Amazon im Verkauf hat, dann brauche ich nicht drüber nachdenken. Aber damit auch du, wenn dich das Taschel interessiert und ich kann es dir wirklich empfehlen, dann gebe ich da unten den Link auf Amazon, kauft es dort und werde dort damit glücklich und soll mir auch recht sein. Aber so schaut die Sache aus, leider nicht mehr bei mir im Shop. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ich mag dich aber wie immer um einen Kommentar bitten. Kennst du denn, welche EDC-Tasche nimmst du? Wäre dir das einfach zu groß, zu klein? Erzähl ein bisschen was, das wird mich interessieren und wahrscheinlich all die anderen Kommentarleser auch. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es war schön, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann und bis bald. Ciao.